Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die neun Dienstage des heiligen Antonius sind ein inständiges Gebet an neun hintereinander folgenden Dienstagen, um die Fürbitte des heiligen Antonius von Padua. Erster Dienstag. Heiliger Antonius, der du mit wunderbarer Treue dem Rufe Gottes gefolgt bist und deine Jugend durch deine Tugenden geheiligt hast. Hilf uns. Hilf uns, durch deine Fürbitte die Leidenschaften zu beherrschen, den Leib in Zucht zu halten und mit starkem Willen allzeit Gott treu zu dienen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Litanei zum heiligen Antonius von Padua. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Erhöre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, Erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, Erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, Erbarme dich unser. heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Erbarme dich unser. heilige Maria, Bete für uns. heiliger Antonius von Padua, Bete für uns. du treuer Diener des Allerhöchsten, Bete für uns. du Zierde deines Ordens, Bete für uns. du Säule der Kirche, Bete für uns. du Mann nach dem Herzen Gottes, Bitte für uns. du Lilie unversehrter Reinheit, Bitte für uns. du Liebhaber der Armut, Bitte für uns. du Muster der Demut, Bitte für uns. du Vorbild des Gehorsams, Bitte für uns. du Spiegel der Geduld, Bitte für uns. du Lehrer der Tugend, Bitte für uns. du apostolischer Prediger, Bitte für uns. du Besieger der Ungläubigen, Bitte für uns. du Schrecken der bösen Geister, Bitte für uns. du Tröster der Betrübten, Bitte für uns. du Bote des Friedens, Bitte für uns. du Erwecker der Toten, Bitte für uns. du Helfer der Notleidenden, Bitte für uns. du Erlöser der Gefangenen, Bitte für uns. du Wiederbringer verlorener Dinge, Bitte für uns. du mächtiger Fürbitter, Bitte für uns. du großer Wundertäter, Bitte für uns. du unser liebevoller Schutzpatron, Bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Bitte für uns, o heiliger Antonius.
dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten, wir bitten dich, o Herr. Lasse uns durch die Verdienste und Fürbitte des heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners, in allen Anliegen und Nöten Trost und Hilfe zuteil werden. Verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade seine heiligen Tugenden erlangen und dereinst mit ihm und all deinen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen. Segen des heiligen Antonius, seht das Kreuz des Herrn. Flieht, ihr feindlichen Mächte. Gesiegt hat der Löwe aus Juda, aus dem Stamme Davids. Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.